Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Wir haben in der letzten Folge endlich den Anführer des Sabbats getötet. Das war dieser komische Mutant, der uns auch mal diese kleinen Viecher mit Arm und Kopf da irgendwie geschickt hat, auf uns geschickt hat. Und sind jetzt im Elfenbeinturm und Chuck ist wieder da. Warum auch immer. Und wir gehen mal hoch zum Prinzen. Mal schauen, was der uns jetzt hier zu sagen hat. Ins Penthouse. Hallo. Hey, Barrett ist weg. Barrett? Beckett. Beckett ist er, nicht Barrett. Beckett ist weg. Hey, mein Kleiner. Hallo, mein Kleiner. Hallo. Beachte mich doch. Nicht dir wieder aus dem Kopf springen. Bing. Hahaha. Okay, lassen wir das. Hallo, mein Prinz. Geschichte. Another obstacle is removed. From the enemy we resurrect a new order. And this in no small part to your service. Did you hear that? You were never able to wipe them out completely. Keep it up and you may have his job. My unstoppable crusader. My victories in this city are in no small part due to you. You've done what I've asked without question, and you've done it well. Take this small token of my appreciation. We'll rule this city side by side, you and I. Geld erhalten, $800. Sind Sie noch an diesem Schlüssel zu dieser Kiste interessiert? You found the key. Where? Who has it? Was antworte ich jetzt? Was bringt mich? Die Hand der kältesten Tuijin, als sie ihr Bündnis schlossen, besiegelten sie dies mit dem Druck eben jener Hand. This nonsense again! Look, I told you before, no kindred would ever ally themselves with those demons. This is a subterfuge, a trick to start a civil war. And apparently, it's worked. Zhao trägt ihre Haut nach Lust und Laune. In Nines Haut hat sie unseren Erstgeborenen abgeschlachtet. As of this moment, there is no bloodhunt against Nines Rodriguez. The Kuei Jin have revealed their plot. They want us to war against each other? Well, to that I propose an alliance with the Anarchs. Together, we kindred shall drive out these foreigners once and for all. Wirklich? Die Anarchen lieben ihre Worte ungefähr so wie ein Kind liebt, was gut für es ist. It's not a matter of trust. It's a matter of who they dislike more. The Camarilla or the Kuei Jin. The Kuei Jin killed their last leader and threatened all of our kind. I think they'd agree to an alliance. Sie verschwenden keine Worte, also schicken sie wohl mich? Ich bin verwirrt, ihre Logik ist jenseits allen Verständnisses. Go to the last round immediately. Tell them the Kuei Jin have admitted to killing Grout and that the blood hunt against Nines Rodriguez is officially over. Tell them I have realized the true threat the Kuei Jin pose and wish to negotiate a pact. You will be my emissary for the alliance, so naturally you speak on behalf of the Camarilla. Choose your words carefully. I will begin organizing plans for war. Good luck. The prosperity of all this city's kindred depends on your success tonight.
Man kann das Wort Erfolg nicht ohne meinen Namen aussprechen, wie zum Teufel er auch lauten mag. Okay. Ich glaube, wir hätten uns gerade hier irgendwie gegen den entscheiden können und vor die Kuijin oder irgendwie sowas. Und wir haben uns jetzt anscheinend für ihn und die Anarchen entschieden. Schauen wir doch mal im Last Round vorbei. Würde ich mal so sagen. Wir können aber auch eben auch nochmal ins Auftragsbuch gucken. Wenn der Ladebildschirm dann weg ist. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Dankeschön. Der Prinz hat sie ins Last Round geschickt, um herauszufinden, wo sich Nines Rodriguez versteckt. Sie sollen Nines finden und die Anarchen und die Camarilla im Krieg gegen die Kuijin vereinen. So, dann gehen wir doch mal ins Last Round. Das hat sich gerade angehört wie ein Staubsauger. Also die Sirene im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut gehört habt im Video. Aber ich auf meinen Kopfhörern hier. Wait! Was nun? About the sarcophagus? Die Kiste? Irgendwelche Instruktionen? Don't open it. Whatever you do, do not open the Ankaran sarcophagus. Aber Beckett versprach mir in einer Folge davor, dass nichts wäre. Well, despite what I said, if that sarcophagus is opened, there will be disaster. In what form, I cannot be sure. But after studying the evidence, I'm convinced now that it is better left undisturbed. And anyone who pursue any other course is deserving of the consequences. Hat eine Vision Sie zu diesem Schluss gebracht? Oder eine Stimme? Eine Vorsehung? There's an intangible sensation I haven't been able to put my finger on since I came to town. I still don't know where it seeps from. But if the sarcophagus is a possibility, to eliminate that chance, it should remain closed. Was sagte noch der Tiger zum Zebra? Hey, halt mal die Streifen für mich fest. I never said the danger came from an antediluvian, did I? It's merely a possibility, a fraction of a percentage chance. My instincts tell me something is wrong here. And that sarcophagus seems to be the nexus. I'm distancing myself from it. You do as you see fit. Ich werde Ihre Worte auf mein zukünftiges Selbst tätowieren. I thought you deserved a chance. There's a good possibility we may not meet again. Goodbye, young one. Leb wohl, Wölfchen. Tschüss, Beckett. Kann mich nicht bewegen, ich wäre sonst hinterhergerannt. Aber gut. Beckett hat uns also auch darauf hingewiesen, den Sarkophag nicht zu öffnen. Und es scheint, wir nähern uns dem Ende des Spiels, habe ich das Gefühl. Dürfte also nicht mehr allzu viel kommen jetzt. Aber ich kann mich auch täuschen. Das Last Round. Gehen wir hinein. So, wo ist Beckett? Beckett nicht. Nines, Nines. Mit wem können wir denn hier reden? Mit dem nicht. Dem Jack ist auch weg. Mit dir können wir noch reden. You measly fuck. You got a lot of nerve showing up here, Lick. Warum diese harten Worte, verrückter Skelter? You fingered Nines. Said he killed a goddamn primogen. Sein Schatten fiel auf meinen Weg im Palast der Erstgeborenen. I'm willing to believe you were a patsy in all this, but I'll be watching you, kid. Wo ist jeder mit dem Zahlennamen? Don't expect to see him until this bullshit is resolved. Darf ich in deinen grauen Zellen wühlen? Ja. Yeah. Sprich vom Sarkophag von Ankara. I've been hearing that some ancient evil vampire gonna rise up out of there and bring all hell with it. Shit. For all we know, might be Cain himself. Some people are saying it's one of the first signs of Gehenna.
Vielleicht ist das nur ein Gerücht, das die Camarilla verbreitet hat. Nah, the Camarilla denies any of that shit exists. Vampire Forefathers, Doomsday Prophecies, all just superstition in Camelane. Wer aber glaubt an solch hochtrabende Geschichten? Lots of people. The Sabbat believe in it. They go around trying to hunt down these sleeping ancients so they can kill them before they rise up. And that's the word anyway. Of course, most Sabbat packs I've seen couldn't find their car keys. Glauben die Kinder der Entropie an diese eigenen Geschichten? Us? The Anarchs? Everybody's free to make up their own mind, I guess. I buy it. Could explain all the blood in the air. We're probably all playing right into this thing's hands. If it has hands. Darf ich in deinen grauen Zellen wühlen? Yeah. Welche Kunde über die Lebensfresser, die verschlagenen Kuijin? Do I know the Kuijin? Those motherfuckers showed up in California 5 years ago and been fighting us tooth and claw for every inch of the free state since. Yeah, I know them. Welche Bande verbindet die Kuijin mit uns Kainskindern? Let me tell you, they ain't nothing like us. They're devils, man. Shifty fucking devils. Seeing the shit they're capable of makes some of what I saw in Nam make a lot more sense. Ihr kämpft euren Krieg wohl an allen Fronten, verrückter Skelter. They're all invaders. The Kuijin, they're less likely to deal with you. They think they're the superior beings or whatever. But the Camarilla, they'll just lie and stab you in the back. Which is worse? Does it really matter? Darf ich in deinen grauen Zellen wühlen? Yeah. Ich habe eine Vision von jemandem. Yeah, who do you want to know about? Nix. Yeah. Ich verweile hier nicht länger. Nix wirklich Interessantes. Ey, kannst du mal hier. Call of Duty. Ja, Schleichwerbung. Damsel. Meins, hast du dich hier verschissen oder was? Boobies. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das zensieren müsste. Reanimated from Hack. Judas House Studios. Damsel. You are so lucky this is Elysium, Cammy. Warum müssen wir uns ständig streiten? Ich komme von LaCroix, er will uns miteinander verbinden. You're fucking with me, right? Do I look like a goddamn source of amusement for you? Die Lady ist eine Schauspielerin, sie hat Nines ausgespielt. Nun wird ihr Blut gejagt. We told him Nines didn't do it. That son of a... an equation bitch! If I ever get my hands on her, I'll tie her eyelashes to her ass hairs and bowl her ass into a car compactor. Demon... whore! Ja, diese Worte müssen den Neunten erreichen. Wo sind seine Ohren? Okay, alright. I'm fine. Nines, yeah. I can't believe it's come to this, but oh, I hate those goddamn devils even more than I hate that fascist dandy prince. Goddamn Zhao. Nines had told me to watch this place. I'd be over there right now making skank sushi. Ja, ich weiß schon, wie es ist, wenn du explodierst. Ich könnte stundenlang zuschauen, aber ich muss zu Nines. Telling anyone, but Nines is hiding out in Griffith Park. If Nines agrees to the alliance, I guess that means me and the Cam will be on the same side. I think I'll go eat something so I can vomit. Falls ihr gerade lauter Sirenen im Hintergrund hört, irgendwie fahren hier gerade in der Nähe ziemlich viele Feuerwehr und Polizeiwagen durch die Gegend anscheinend. Oder die stehen hier irgendwo in der Nähe. Sie kommen näher. Deswegen. Leute, muss das jetzt sein, dass ihr da so Streife fahrt und so mit Tatüter da liegt? Na. Ah, sie haben aufgehört.
Machen wir weiter. Griffiths Park, ich bin fort. Okay, Auftragsbuch hat sich aktualisiert. Damsel hat ihnen verraten, dass sich Nines im Griffiths Park versteckt. Sie müssen dorthin und ihn finden und die Anarchen und die Kamarilla im Krieg gegen die Kuijin vereinen. Okay, machen wir das doch mal. Hallo. Du. Muss echt hier in der Nähe was los sein. Aber ganz gewaltig. Okay, bin gespannt. Griffiths Park. Wo geht's zum Griffiths Park? Wo ist der Griffiths Park? Ist das hier dann extra Gebiet oder? Wir könnten gleich mal unsere Erfahrungspunkte checken. Können wir eben zum Taxifahrer gehen und fragen, wo denn der Griffiths Park ist. Ob wir da uns hinfahren lassen müssen oder. Guck mal, hier in Downtown ist ja kein Park und in Chinatown und so auch nirgends. Schauen wir einfach mal überall vorbei. Und gehen auch nochmal in unser Apartment und unser jetzt leeres Apartment. Er sitzt immer noch so schief in seinem Auto. Hab ihn. Ah, der Griffiths Park, okay. Müssen wir uns mit dem Taxi hinfahren lassen. Wir gehen erstmal ins Apartment. Vielleicht haben wir noch eine E-Mail gekriegt oder so. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Skyline Apartments. Ich weiß gar nicht, ob wir in Chinatown auch ein Apartment kriegen können. Wahrscheinlich dann, wenn wir uns den Kuijin anschließen. Bin mir gar nicht sicher. Boah. Nummer 4. Ja, Fahrstuhl dauert immer so lange, die hätten ihr Treppen einbauen sollen. Kriechen wir ein bisschen hier auf dem Geländer rum. Heather! Meine liebste Heather ist weg. Ich hab sie so gemocht. Ja, werde ich so ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Ist sie vielleicht im Schlafzimmer? Hallo, hallo, hallo? Nein, natürlich nicht. Das ist voll blöd. Eine neue E-Mail. E-Mail. Nächste, Nummer 13. Das Endspiel, ein Freund. Die Aufstellung deiner Figuren ist der Schlüssel zum Endspiel. Okay. Sagt mir nichts. E-Mails haben wir gelesen. Hier ist unser Poster von Jeanette. Nicht wirklich toll, aber na gut. Das andere Poster müssen wir mal gucken, wie wir da dran kommen. Können wir irgendwas in unsere Kiste packen? Kaugummi geben, weg damit. Kann ich eh nicht verkaufen. Dietrich behalten wir. Schlüsselbund behalten wir auch. Medizinfläche behalten wir. Gladium unbekannt. Tagebuch einer Frau zu sein. Ah ne, das ist in der Kiste. Entschuldigung. Tagebuch, Initialien GB, Grünfeld Bach. Vampyr-Apokryden. Prüfen. In die Kiste. Giovanni Buch geben wir auch mal in die Kiste. Das war's. Können wir sonst noch was? Fernseher mal anmachen. Shortly after this, cameras went dead when a bomb was set off on floor 10. The terrorists responsible were killed in the explosion. No group has taken responsibility for the bombing yet.
This is the first time a terrorist attack has taken place in Los Angeles. More on the Venture Building attack as it breaks. Weeks of protests against the European Union and rioting in several... Nix wirklich Neues, Ritter. Danke. Ins Erdgeschoss, bitte. Ich kann nicht wirklich springen beim Runterfahren. Okay. Gehen wir hinaus und die Folge ist auch zu Ende, sehe ich gerade. Wir sind schon wieder ein paar Sekunden drüber. Aber das ist auch nicht schlimm. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ladebildschirm. Wenn der Ladebildschirm weg ist, dann beende ich die Folge. Der Ladebildschirm ist weg und hier beende ich dann jetzt auch die Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns mal unser Auftragsbuch an. Unsere Erfahrungspunkte schauen wir uns an. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye, bye.